Kinder, liebe Mamas und liebe Papas. Wir starten heute mit unserer zweiten Trainingseinheit. Dazu haben wir uns ein richtig cooles Spiel zum Start überlegt. Und zwar heißt es Zimmer aufräumen. Und zwar spielen es der Papa Fatze gegen den Sohn Ferdi. Hier haben wir aufgebaut, das ist mein Elternzimmer. Und da drüben ist Ferdinands, den Sohn, sein Kinderzimmer. Wir haben da hier Klopapierrollen drin in beiden Feldern, 4 Stück. Und Ziel ist es jetzt, dass ich als Papa all meine Klopapierrollen ins Kinderzimmer bringe. Und der Sohn Ferdinand bringt alle seine Klopapierrollen hier rein. Das heißt, wir räumen unser Zimmer auf. Wir spielen das Ganze für 2 Minuten und schauen dann, wer die wenigsten Klopapierrollen drin hat. Der hat sein Zimmer am besten aufgeräumt und der hat auch gewonnen. Zum Start legen wir den Ball ins Viereck rein. Dann zählt einer, Papa zählt runter. Und dann geht's los. Um eine Klopapierrolle ablegen zu dürfen, ich nehme die jetzt hier, muss ich ins Zimmer hinein und muss mit dem Ball am Fuß im Zimmer stehen. Sonst darf ich die Klopapierrolle nicht hinlegen, erst wenn es im Zimmer ist. Okay, so Ferdinand, bist du bereit? Ich bin bereit. Okay, also, 3, 2, was zum Geier ist denn das? Los geht's! Immer nur eine. Ja, auf zum Mogel. Na gut, nur eine. Okay, dann spielen wir so, wie du willst. Immer so, wie du willst, Papa. Puh, 2 Minuten ganz schön lang, würde ich sagen. Viel Spaß, liebe Papas. Nur eine Rolle nehmen. Oh, ich kann nicht mehr. Oh, okay. Okay, Sohn Ferdinand hat gewonnen. Yeah. Erste Variante geht dann Sohn Ferdinand. Jetzt zeigen wir euch gleich die zweite Variante. Und liebe Kinder, was klar ist, eigentlich ist Schummeln nicht erlaubt. Das war jetzt nur ein Witz von uns, ja? Eigentlich ist Schummeln nicht erlaubt. Okay. Sohn Ferdinand, nimm deine Klopapierrollen. Wieder zurück. Nochmal aufstellen. So. Also wenn ihr Papas das über 2 Minuten nicht schafft, wofür ich komplettes Verständnis habe, dann spielt halt nur 1 Minute oder so lange ihr könnt. Gut, jetzt machen wir es ein bisschen schwieriger. Und zwar, jetzt nehmen wir die Klopapierrolle und ihr müsst das Zimmer aufsperren. Das Zimmer geht nur dann auf, wenn wir einen Übersteiger gemacht haben. Heißt, auch dauert, dass man dann mit seinem Sohn oder mit seinem Papa nicht zusammenstoßt. Und ich muss den Übersteiger zwischen den Zimmern machen. Also ich kann ihn nicht hinterher machen, weil sonst bin ich ja schon gegen die Tür gerannt. Es geht immer erst auf, wenn der Übersteiger gemacht ist. Hast du verstanden, mein lieber Sohn? Ich hab's verstanden, Papa. Okay, ich zeig's nochmal ganz kurz, bevor wir loslegen. Also, Klopapierrolle nehmen, loslaufen, Übersteiger, zack, Tür ist offen, reingehen, Ball anhalten, ablegen. Okay? Wichtig ist, dass ihr Papas ein bisschen auf eure Söhne Rücksicht nehmt und sie nicht über den Haufen rennt beim Übersteigen, dass ihr beide in dieselbe Richtung geht. Dazu ist es vielleicht clever, dass wir machen nur Rechtsübersteiger links vorbei. Okay, also Sohn und Papa machen Rechtsübersteiger links vorbei, dann gibt es auch keine Zusammenstoßgefahr, vorausgesetzt man weiß, was rechts und links ist. Cool. Also, lieber Sohn, bist du bereit? Ich bin bereit. 3, 2, 1, los. Und auch auf dem Rückweg Zimmer aufsperren, gell? Hey! Ja, ich mach's schon. Nicht schummeln. Du bist viel zu langsam. Ja, aber Jungs, du bist halt zu schnell, weil du einfach ein toller Junge bist. Kommst direkt nach mir. Und deswegen kannst du das so gut. Hey, ja. Was denn? Jetzt mach ich dich fertig, Papa.
Ja! Junge, da musst du ein bisschen anstrengen. Okay, gut. Puh! So, liebe Kinder, jetzt müssen wir zwischendurch, bevor ich euch die letzte Variante zeige, würde ich sagen, machen wir eine Trinkpause, bevor ich kaputt umfalle. Okay, kurze Pause. Puh! Da sind wir wieder, halbwegs erholt. Ich hoffe, euch Papas geht's gut. Wenn nicht, macht die Pause ein bisschen länger, ansonsten können wir weiter. So, haben wir jetzt die Klopapierrollen im eigenen Zimmer aufgestapelt, auf beiden Seiten. Und jetzt folgende Regel. Ich nehme die Kugel und renne rüber, laufe rüber, Klopapierrollen nehmen, rüberlaufen und dann muss ich den Ball anhalten, dann stelle ich die Klopapierrolle ab und dann geht's zurück mit der Schussfinte. Komme ich in mein eigenes Zimmer zurück, muss ich einmal im Kreis um die Klopapierrolle herum, dann nehme ich die Klopapierrolle wieder mit, laufe hin, den Ball schön stoppen, nicht zu nah an den Turm hin, mache eine Schussfinte, lege die Rolle drauf und roll wieder zurück. Okay, ich hoffe, das ist alles verstanden. Wir spielen das jetzt mal 30 Sekunden, weil mehr schaffe ich wahrscheinlich nicht. Okay, wir probieren es. Okay, ich würde sagen, Karten sind gerecht verteilt. Achso, okay. Alles klar. Okay, lieber Ferdinand, startest du auf rechts, dann starte ich auch auf rechts. Okay. Auf die Plätze. Was zum Geier ist das? Los! Wenn der Turm umfällt, hat man natürlich verloren. Ja? Also die Türme dürfen nicht umfallen, sonst habt ihr verloren. Und ohne Schummeln natürlich. Schon wieder nicht mehr, das ist Wahnsinn. Du bist einfach zu langsam. Macht nichts. Aber wenn man lieber vorne hinten sind, die Enten fällt nicht vorne. Der schummelt ja! Nicht schummeln! Lieber Sohnemann, ohne Schummeln! Gewonnen! Boah! Na gut, ich gebe auf. Du hast gewonnen. Gewonnen! Also ich glaube, ein ganz witziges Spiel. Hat Spaß zu Hause und spielt so lange die Jungs wollen. Für die Papas auch super, weil ihr auch gleichzeitig fit werdet. Und natürlich wollen wir die Mamas nicht ausschließen. Also rein theoretisch können wir es auch so spielen, dass Mama und Papa zusammen helfen. Gegen den Sohn oder Mama und Sohn gegen Papa. Also da gibt es viele Varianten, die ihr machen könnt. Habt Spaß, wir kommen jetzt gleich mit der nächsten Übung und die wird euch der Ferdinand zeigen. Oh, ich hab jetzt... Wahnsinn! Wahnsinn! Okay,
So Kinder, okay, kommen wir zur zweiten Aufgabe im heutigen Training. Und zwar, es geht darum, dass wir ganz, ganz viele Gefühle in unserem Fuß jetzt brauchen. Okay? Das heißt, hier gibt es einen kleinen Aufbau mit 6 Klopapierrollen. Okay? Dann gibt es ein paar grüne Hütchen und ein paar rote Hütchen. Ihr könnt aber auch irgendwas anderes nehmen. Ihr könnt zum Beispiel Handtücher nehmen oder farbige T-Shirts oder was euch einfällt. Das ist total egal. Hier sind die Farben einfach nur, damit ihr es euch besser vorstellen könnt. Okay, starten wir mal. So, ich habe gesagt, wir brauchen ganz viel Gefühl im Fuß. Und zwar sind diese Klopapierrollen jetzt keine Klopapierrollen, sondern es sind kleine Fische, die immer wieder aus dem Wasser rausschauen und gucken, was denn da so los ist. Und weil wir nicht wollen, dass die Fische an Land sterben, schipsen wir sie wieder zurück ins Wasser. Und das machen wir ganz, ganz leicht mit unserem Fuß, mit unserem rechten Fuß. Dazu hüpfen wir auf dem linken Bein immer weiter und der rechte Fuß bleibt hier oben. Und wir gucken immer, wo der Fisch steht, und schubsen ihn wieder zurück ins Wasser. Den Ball halten wir dabei ganz gut fest, dass er uns nicht aus den Händen rutscht. So, die 3 Fische, dann umdrehen zu den 3 Fischen, dann geht es weiter in den grünen Aufgang. Okay, also fangen wir mal an. Erster Fisch, zweiter Fisch, dritter Fisch. Umdrehen, erster Fisch, zweiter Fisch, dritter Fisch. So, ganz, ganz leicht nur drauf treten, damit wir den Fischen nicht wehtun. So, dann schmeißen wir den Ball nach vorne in das grüne Hütchen vor und stoppen den Ball mit der Sohle Dropkick auf den Boden, dass er schön liegen bleibt. Also, vorne wir haben ins Türchen, Dropkick stoppen und nun gehen wir zum nächsten Hütchen. Wir probieren jetzt mal eine ganz besondere Wende aus, okay? Sie schaut so aus, ihr dribbelt auf den Boden zu, stoppt den Ball mit dem linken Fuß, dreht euch weg vom Ball, zieht den Ball mit dem rechten Fuß zu euch, und rennt in das Fenster. Das Fenster ist hier. Auch hier halten wir den Ball wieder an, mit dem rechten Fuß. Jetzt kommt der Trick. Ziehen zurück, den kennt ihr schon aus dem ersten Training. Ziehen hinter dem Standbein vorbei, zurückspielen und wir spielen aus. Tor. So viel zu der Übung, wie sie funktioniert. Jetzt probieren wir das Ganze mal in schnell. Okay, also. Erster Fisch, zweiter Fisch, dritter Fisch, erster Fisch, zweiter Fisch, dritter Fisch. Nach vorne werfen, den Ball flach machen und Achtung, dribbeln, linker Fuß aufhalten, um den Ball laufen, rechter Fuß nimmt den Ball rückwärts rollen mit und wir laufen zum Fenster. Hopp, 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 reinlegen den Ball, ziehen zurück und aufs Tor passen. Alles klar, nächste Runde. Jetzt geht's schon schneller. Und erster Fisch, zweiter Fisch, dritter Fisch. Erster Fisch, zweiter Fisch, dritter Fisch. Und wieder schmeißen, Dropkick stoppen und Achtung, links zuerst, um den Ball rum, rechter Fuß nach hinten rollen, abstoppen und rein ins Fenster. Aufhalten, ziehen, zurück und passen. Und noch eine Runde. Hopp. Erster Fisch, zweiter Fisch, dritter Fisch. Erster Fisch, zweiter Fisch, dritter Fisch. Und wir starten wieder. Hochwerfen. Dropkick stoppen. Laufen. Und jetzt hier. Links. Rechts. Stoppen. Rein ins Fenster. Aufhalten. Ziehen zurück. Und passen. Und eine Runde schaffen wir noch. Die Fische sind noch nicht ganz im Meer zurück. Eins, zwei. 3, 1, 2, 3. Hochwerfen, Dropkick stoppen, loslaufen und linker Fuß aufhalten, rumlaufen, rechter Fuß wegziehen, rein ins Fenster. Aufhalten den Ball, ziehen zurück und aufs Tor passen. Jawohl. Habt ihr es gecheckt? Habt ihr es super geübt? Ich bin sicher, ihr könnt das jetzt wie die Weltmeister. Ihr könnt kurz weiter üben. Ich baue die nächste Übung auf. Okay Kinder, kommen wir zur zweiten Variante. Die Fische sind jetzt nicht mehr an einem Ufer und an dem zweiten Ufer, sondern sie schwimmen irgendwo im Wasser, im kleinen Kreis. Vorhin sind wir auf den linken Fuß gesprungen und der rechte Fuß hat die Fische wieder zurück ins Wasser gedrückt. Jetzt tauschen wir die Füße. Das heißt, der linke Fuß hilft den Fischen zum Zurücktauchen und der rechte Fuß hüpft die ganze Zeit. Achtung, der Aufbau hat sich ein kleines bisschen geändert. Wir hüpfen jetzt im Kreis.
Ball bleibt in den Händen, wir hüpfen los. Anschließend stoppen wir den Ball durch das Grüne-Türchen durch, mit der Fußsohle. Ihr könnt auch gerne auch mal den anderen Fuß benutzen. Gerade wenn ihr es mit dem rechten Bein macht, ihr könnt es auch mit dem linken Bein machen. Dann kommen wir zur Wende. Die habt ihr jetzt super geübt. Jetzt probieren wir sie mal schneller und versuchen die Füße ganz schnell auf den Ball zu setzen. Also nicht so lange warten, wie wir es im ersten Durchgang gemacht haben, sondern wir probieren die Füße schneller hintereinander auf den Ball zu bringen. Danach laufen wir ins Fenster. Hier gibt es den Trick Ziel, Fußwechsel, den kennt ihr jetzt auch schon. Dann gibt es einen Pass aufs Tor. Okay, schaut folgendermaßen aus. So, erster Fisch, kommt ein falscher Fuß. So, erster Fisch, zweiter Fisch, dritter Fisch, vierter Fisch, fünfter Fisch, sechster Fisch. Hochwerfen den Ball. Dropkick stoppen und jetzt ganz schnell hintereinander. Links, rechts stoppen, ins Fenster dribbeln, aufhalten. Und jetzt ziehen mit rechts, mit links vorlegen und spielen. Gesehen? Okay, dann können wir schon ein bisschen schneller. Zweiter Durchgang. Und Fisch 1, Fisch 2, Fisch 3, Fisch 4, Fisch 5, Fisch 6. Und hochwerfen, Dropkick stoppen, los dribbeln und links, rechts, stoppen, rein ins Fenster und ziehen, Fußwechsel, spielen mit dem Fuß. Und der nächste Durchgang. Und los geht's. Erster Fisch, zwei, sechs. Und hochwerfen, Dropkick stoppen. Laufen, links, rechts, stoppen, los dribbeln, aufhalten, ziehen, Fußwechsel und spielen. Hoppala. Ein Fisch, den hat es schon erwischt. Und die nächste Runde. Und wir können auch mal in die andere Richtung hüpfen. Nicht, dass uns schlecht wird irgendwann. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hochwerfen, den anderen Bein und los geht's. Hopp, linker Fuß, rechter Fuß stoppen. Los dribbeln und rechter Fuß, linker Fuß spielen. Und einen Durchgang schaffen wir noch. Jetzt schauen wir mal. Ich probiere so schnell ich kann. Ihr probiert so schnell ihr könnt. Fertig und los geht's. Hopp, 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 hopp. Und los. Dropkick stoppen. Dribbeln, Wende, Wende. Rein ins Fenster. Ziehen, Fußwechsel. Und aufs Tor schießen. Seid ihr schon fertig? Ich glaube, ihr wart viel schneller wie ich. Alles klar, wir sehen uns gleich zur Variante Nummer 3. In der Lücke an Land die Füße. Ja? Nicht, dass die Füße irgendwann zu nass werden. Also, wir halten den Ball in der Hand. Jetzt geht's los mit dem linken Fuß, linken Fuß, linken Fuß. Auf dem Land, in dem Zwischenraum, das ist die kleine Insel, tauschen wir die Füße und der rechte Fuß und der rechte Fuß und der rechte Fuß schiebt die Fische wieder zurück ins Wasser. Das hier bleibt gleich. Wir stoppen den Ball mit der Fußsohle auf dem Boden, versuchen diese dann, wenn die jetzt richtig schnell. Laufen dann zurück ins kleine Fenster und auch hier gibt es dann eine kleine Veränderung für euch. Ich zeige euch das einmal kurz durch. So, also linker Fuß, linker Fuß, linker Fuß. Auf der Insel werden die Füße getauscht. Rechter Fuß, rechter Fuß, rechter Fuß. Los geht's zur Signalwende. Ball, Dropkick stoppen.
Los geht's jetzt. Schön schnell links, rechts in das kleine Fenster rein. Und Achtung, wir halten den Ball mit dem linken Fuß auf. Auch wenn der euch vielleicht nicht so gut gefällt. Wir nehmen den Ball mit dem linken Fuß, ziehen den Ball aus dem Fenster raus und spielen auch mit dem linken Fuß den Ball Richtung Türchen. Also ziehen, vorlegen und wir spielen den Ball ins Türchen. Danach schnappe ich mir den Ball und beginne wieder von vorne. Ihr habt es verstanden, glaube ich. Jetzt können wir ordentlich losgehen. Okay. Linker Fuß, Wechsel. Rechter Fuß, rechter Fuß, rechter Fuß. Und los geht's. Drop, kick, stoppen. Schieben. 1, 2, 3. Los, dribbeln zum Fenster. Links aufhalten. Ziehen. Vorlegen. Spielen. Jawohl. Und nächste Runde. So. Kommt ihr hinterher oder seid ihr viel schneller wie ich? Ich glaube, ihr seid viel, viel schneller wie ich. Und erster Fisch. Zweiter Fisch. Dritter Fisch. Insel. Erster Fisch. Zweiter Fisch. Dritter Fisch. Fertig. Drop, kick, runter. Dribbeln. Zidane-Wende. Hopp. Los drüber, links aufhalten, ziehen, vorlegen, spielen und die nächste Runde. Und auf geht's hier Fische. So, 1, 2, 3, wechseln, 1, 2, 3 und fertig. Hopkick stoppen, wende und rein dribbeln ins Fenster. Links aufhalten, ziehen, vorlegen, spielen und nächste Runde. 1, 2, 3, wechseln. 1, 2, 3 und los geht's. Dropkick stoppen, dribbeln, wende ganz schnell und rein ins Hütchentor. Zack, zack, mit dem linken Fuß und spielen. Und 2 Runden kriegen wir noch hin. Wieder linker Fuß, linker Fuß, linker Fuß, Insel, rechter Fuß, rechter Fuß, rechter Fuß, aufdrehen und los geht's. Und dribbeln, hopp, hopp, hopp. Rein ins Türchen, linker Fuß, ziehen, vorlegen, spielen und letzte Runde. Könnt ihr noch, kommt, auf geht's, kommt mit, da sind noch 6 Fische. So, erster, zweiter, dritter, Pause, erster, zweiter, dritter, fertig und letzter Durchgang. Alles rausholen nochmal, hops, tschapp, 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 rüber dribbeln, linker Fuß, ziehen, vorlegen, spielen und jubeln. Ich zeige euch einmal genau, was wir machen. Und zwar, wir haben hier 4 Klobäume, über die wir drüber hüpfen und wir starten mit beiden Beinen. Das heißt, wir hüpfen drüber wie ein Känguru, beidbeinig, bis unter das Beste. Dann stoppen wir den Ball, indem wir ihn fallen lassen und mit der Fußspitze draufsteigen. Und fangen an mit unserem Trick, der heißt Nephew. Das heißt, wir hüpfen wollen den Ball einmal vorbei und drücken ihn dann mit der rechten Außenseite zur Seite und schieben aufs Tor. Auf dem Rückweg haben wir auch nochmal 2 Markierungen, laufen wir eine Schleife. Das heißt, wir laufen einmal so, drehen hier um und gehen nochmal durch, drehen wieder um und kommen zum Start. So, jetzt haben wir es, glaube ich, gleich alle verstanden. Wir machen es gleich nochmal zusammen. Das heißt, Ball wieder in die Hand, wir hüpfen wieder, denken an Känguru, das heißt schön, auf die Zehenspitzen hier rüber, dann stoppen wir den Ball vor drei Dropkick. Stoppen den Rücken einmal ab. Jetzt hüpfen wir den Ball einmal nach links und drücken mit der rechten Außenseite weg. Schieben dann den Ball ins Tor rein. Auf dem Rücken haben wir was gesagt? Wir laufen eine Schleife. Das heißt hier einmal umdrehen, wieder durch und wieder umdrehen. So, das machen wir jetzt gleich nochmal. Jetzt versuchen wir es schon ein bisschen schneller. Das heißt, Ball in die Hand, hüpfen 1, 2, 3, 4, Dropkick stoppen. Wir gehen nach vorne, rücken den Ball anhalten mit dem Fuß und jetzt wieder hüpfen nach links, stehen auf einem Bein, drücken rechts rüber mit der Außenseite und schieben aufs Tor. Wir nehmen den Ball wieder mit, weil den brauchen wir gleich wieder und laufen eine 8. Oder Schleife. Gut. Ein Durchgang geht noch, oder? Seid ihr noch fit? Probieren wir nochmal. Also auf geht's. Beide weiter rüber. 1, 2, 3, 4. Dropkick stoppen,
legen den Ball wieder zu der Markierung und jetzt wieder auf einem Bein hüpfen nach links und drücken rechts Außenseite weg und schieben den Ball ins Vorrein. Rückweg wieder, Schleife laufen. So, seid ihr noch fit? Machen wir noch eine. Okay, alles klar. Also eine nochmal. Und beide Beine. Eins, zwei, drei, vier. Dropkick stoppen. Ball anhalten. Und jetzt wieder ein Bein hüpft. Und dann Außenseite rüberdrücken. Und passen. Wir nehmen den Ball wieder auf den Rückweg mit. Und das letzte Mal laufen wir eine Schleife. Lustdruck, beide Füße dafür. Das können wir mit beiden Füßen machen. Okay, gut, dann kommen wir gleich zur Variante. Wenn wir hier vorne gelandet sind, machen wir diesmal nicht Matthew, sondern wir machen Flickflack. Und das heißt, wir nehmen den Ball jetzt diesmal, wenn wir hüpfen, mit rechts einmal mit und drücken ihn dann weg. Ja? Also einmal Innenseite, Außenseite ist der Kontakt. Auf dem Rückweg legen wir den Ball immer auf diese Seite und ziehen mit links auf rechts. Dann dribbeln wir zum nächsten Teller nach vorne und ziehen wieder von links nach rechts. Gut, das machen wir gleich nochmal. Das heißt, wir hüpfen wieder auf einem Bein. Das heißt, rechts. Eins, zwei, drei. Und landen. Und wir stoppen den Ball wieder drauf. Zack, drauf. Und wieder Innenseite. Wir mit den Ball führen und Außenseite drücken. Das ist der Kontakt. Dann schießen wir aufs Tor. Und auf den Rückweg wieder. Denkt dran. Linkes Bein auf den Ball. Wir ziehen in den Körper. Wir ziehen zu uns den Ball. Ziehen und drücken mit der rechten Innenseite den Ball nach vorne. Fußwechsel, also links ziehen, rechts spielt. Gut, habt ihr noch Power? Machen wir nochmal, auf geht's, rechtes Bein hüpfen wir drüber. Eins, zwei, drei, vier, wir stoppen wieder Dropkick. So, Ball liegt am Boden, ruhig kontrollieren, also anhalten, immer bremsen, dass er nicht abtaucht, nicht, dass er was kaputt macht. So, jetzt wieder linkes Bein, wir stellen uns auf ein Bein, führen den Ball mit der rechten Innenseite rüber, reinhüpfen und drücken mit der rechten Außenseite weg. Dann spielen wir mal ins Tor. Gut, auf dem Rückweg wisst ihr noch, was ihr zu tun habt? Linkes Bein, wieder Fußspitze auf den Ball, wir ziehen und rechts legt den Ball nach vorne. Selbe Spiel nochmal. Linkes Bein zieht, wir ziehen den Ball zu uns zurück, ziehen, rechts Innenseite nach vorne. Gut, einen Durchgang machen wir auf alle Fälle noch. Probieren wir es ein bisschen schneller. Seid ihr dabei? Okay, rechtes Bein. Eins, zwei, drei, vier. Dropkick stoppen. Dann Innenseite, Kontakt, Außenseite, Kontakt, Ball ins Tor spielen und auf dem Rückweg, links zieht, rechts spielt. Wir gehen wieder nach vorne, links zieht, rechts spielt. Gut, ich habe noch Kraft, wir machen noch einen, 5 Durchgänge geben und auf geht's. 1, 2, 3, 4, wieder drauf getroffen und wieder Innenseite, Außenseite, Ball aufs Tor spielen. Und Rückweg, links zieht, rechts spielt und wieder ziehen, Fuß weg. Okay, habt ihr noch Kraft? Weil eine Variante machen wir jetzt noch.
Also kurz durchschnaufen, dann kommt die dritte Variante. Okay, eine Variante habe ich noch versprochen, die kommt jetzt. Aufbau bleibt gleich. Wir machen nur andere Sachen. Das heißt, jetzt hüpfen wir, sind gerade mit dem rechten Bein gesprungen, jetzt hüpfen wir auf den linken Fuß. Das heißt, 1, 2, 3, 4. Dann machen wir Dropkick stoppen. Und jetzt haben wir den Ballrück wieder abbremsen. Wir machen doppelten Übersteiger. Wir fangen mit dem rechten Fuß an, das heißt über den Ball drüber. Und dann mit dem linken Fuß auch drüber. Drücken mit der rechten Außenseite weg und spielen den Ball ins Tor. Das bleibt auch gleich. Auf dem Rückweg klemmen wir diesmal den Ball ein und hüpfen drüber. Dann gehen wir zum nächsten, klemmen wieder ein und hüpfen wieder drüber. So, wenn wir gelandet sind, dürfen wir den Ball wieder in die Hand nehmen und starten wieder mit unseren Sprüngen. Also, zweiter Notgang. 1, 2, 3, 4. Oh, Panne. Dropkick stoppen. Also, Dropkick stoppen. Immer noch nicht gut. So, doppelte Übersteiger. Rechts, links. Dann Pass aufs Tor. Rückweg. Wir klemmen ein und hüpfen. Eins. Und wir klemmen wieder ein und hüpfen wieder mit dem Ball über den Teller. So, dritter Durchgang. Jetzt versuchen wir es ein bisschen schneller, oder? Also, linkes Bein hüpft. Eins, zwei, drei, vier. Dropkick stoppen. Wir machen rechts Übersteiger, links Übersteiger. Außen ist rechts. Pass aufs Tor. Rückweg. Ihr wisst noch, was zu tun ist, oder? Beide Beine klemmen den Ball ein. Hüpfen wir drüber. Landen, gehen zur nächsten Markierung. Beide Beine klemmen wieder ein und drüber. Gut, wie viel Durchgang haben wir? Wie viel Durchgang haben wir? Drei. Zwei machen wir noch. Also auf geht's. Vierter. Eins, zwei, drei, vier. Dropkick stoppen. Ball bremsen und Übersteiger rechts, Übersteiger links. Außenseite. Pass ins Tor. Das war bisher das Beste, dass ich jedes Mal ins Tor gekommen habe. Und drüber hüpfen. Und so, jetzt hat, bin schon kaputt, aber einer geht noch. Letzter Durchgang, linkes Bein und 1, 2, 3, 4, Dropkick, stopp, oh, Panne, Dropkick, stoppen, bremsen wir den Ball ab und rechts Übersteiger, links Übersteiger, Pass ins Tor und Rückweg, Ball einklemmen, zweimal noch, erster und drüber und nochmal, Ball einklemmen, zweiter Versuch, drüber und fertig. Und jubeln. Jubeln, 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 yeah. Habt ihr es geschafft? Ich glaube, ihr habt es richtig gut gemacht. Viel Spaß beim Üben, Jungs. Und wir sehen uns am Mittwoch wieder.